Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Ich spiele heute in dieser Folge mal ein Nitro Express Gewehr, eine Waffe, die ich so unfassbar gerne, aber leider viel zu selten spiele aufgrund des hohen Preises und dadurch, dass ich relativ schnell immer Prestige, wenn es soweit ist. Aber wenn ich so spiele, dann genieße ich das richtig. Es ist eine schöne Waffe, nicht leicht zu spielen durch die Diopter-Optik, aber wenn man so ein bisschen damit umgehen kann, hat so richtig Spaß. Habe ich jetzt tausendmal gesagt, dass mir die Nitro Express sehr viel Spaß macht. Und viel Spaß bei dieser Folge. Oh, da ist zu. Hat der geschlossene Tür. Na, da oben ist er erst. Oh, das ist nah. Gräber oder Fischfarm? Fischfarm, glaube ich. Sollen wir mal Hallo sagen? Ja, warum nicht? Fragen wir mal, was so geht. Die könnten noch herkommen. Das ist, glaube ich, der kürzere Weg als zu den Gräbern. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich auch nicht. David fragt, bist du allein oder hast du Bock auf Hashi und mich? Ja. Was, wenn ich jetzt antworte nein? Dann kann er sich's raussuchen. Warte mal, ich schreibe ihn gerade mal kurz. Jo. Burg hat jetzt echt mit D geschrieben. Ach, naja. Der wird ja auch mit D geschrieben. Wird er nicht mit T geschrieben? Nein. Oh. Hm. Dann habe ich ihn richtig geschrieben. Das kommt davon, weil ich ihn in meinem Handy absichtlich falsch geschrieben habe. Natürlich. Nee, da habe ich ihn auch mit D geschrieben. Mit Absicht. Ah, okay. What? Pellets farm, alles. What? Single Boss in der Mitte, das mag ich ja überhaupt nicht. Nein, wir müssen einer der ersten sein, die da sind. Wir müssen Ausgang. Bei uns ist Ausgang und direkt gegenüber. Ich würde gerne hier mal abwarten, ob die von der Fischfarm da irgendwie angepisst. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie Fischfarm war oder vielleicht doch die Gräber. Hm. Dass sie hier zwei genommen haben und dann rübergerannt sind. Kannst du halt haben. Immer wenn ich die Uppercut habe, muss ich ja an Schuh des Manitou denken. Warum? You can call an operator for a super perforator. Hä, was hat das mit der Uppercut zu tun? Weil die so schön durch alle Sachen durchschießen kann.
Ach so. Ich verstehe. Nein, aber das ist okay. Arschloch. Lauft jetzt einfach mal sinnlos hinterher, ne? Ja. Ohne selbst einen Plan zu haben. Im Idealfall schneller als ich, dass du mich auch einholst. Ich hab da jetzt so eine leise Kritik rausgehört. Ich verstehe jetzt nicht, woher die unnötige Schärfe reinkommt. Aber schön, dass du sowas raushörst. Die Schüsse sind alle noch sehr weit weg. Ja, ja. Ach, Kacke! Ach, Hanno. Was soll denn das? Was machen wir denn jetzt? Ich schaut mich jetzt hier in dieses weiße Haus rein. Na gut. Ist da auch ein Knopf, um die Atomrakete zu starten? Wenn du ihn findest. Schritte hinter dem Haus. Jetzt bin ich hier ganz schön offen. Nee, ich glaube, da ist jemand geschlichen. Ich bin mir nicht sicher. Da ist aber auch kein Zombie oder so. Oh, das war Osten direkt. Hä, WTF, wo kamen die Schritte her? Keine Ahnung. Aber warum heben die nicht auf und warum wird aus Osten geschossen? Jetzt so ohne Anlass auf den Fass. Schritte Nordosten. Ja. Okay, vielleicht kriege ich einen, wenn die uns nicht auf dem Schirm haben, kriege ich vielleicht einen schönen Nitro-Schuss hin. Beweg mich keinen Zentimeter hier weg. Hab einen. Schön. Keine Ahnung, ob es einen zweiten gibt. All das Bugs, Mosin Sniper und Dolch Precision. Bugs, Mosin Sniper, was? Mosin Sniper und Dolch Precision. Ah ja, okay. Natürlich kommen die mit so Loadouts, wenn ich eine Nitro dabei habe, ne? Quatsch, mach dir hier auf, wenn du hier rein willst. Ist da eine Laterne drin? Ich würde den gerne mal verbrennen. Nee, leider nicht. Ich hab was zum Verbrennen dabei. Ich will nur sicher gehen, dass der wirklich alleine war. Oh, guck mal, das, was war da? Nee, ja? Nee, doch nicht. Looten aber noch, also ich hab ihn auch gelootet. Ja, ja, okay. Dann bediene dich an den Waffen, wenn du was haben willst. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die Dolch Precision. Die ist besser als meine Doppelläufische. Kann leider nicht beides mitnehmen. Da hinten ist ein Emulator aggressiv. Der ist schon die ganze Zeit aggressiv. Ah, okay.
bewacht den Kollege hier mal ein bisschen. Na gut, das hören wir ja, wenn er nicht mehr brennt. Weißt du, was gemein ist, wenn den jetzt jemand aufheben würde? Er hätte nur noch eine Primärwaffe, keine Sekundärwaffe mehr. Ja. Komm, wir machen den aus. Er wurde aufgehoben. Da ist einer in der Nähe, der hat Nekromant. Ja. Der sind unter einem anderen Haus oder so. Ist auch eine Mosin. Ah, ich sehe ihn. Hat einen Hit mit der Nitro. Leider überlebt. Oh. Ich kann gerade nicht pingen. Hinten ist ein Hühnerkäfig oder sowas. Okay. Ja. Hat geheilt. Da hinten. Hier drin. Ja, warte, ich bin gerade verfolgt. Boah, der wollte dich gerade von hinten holen. Danke. Bitte, gern geschehen. Das war jetzt scheiße. Ein Emulator ist kacke. Na. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt mal auf den Compound, oder? Können wir machen, ja. Warte, ich muss gerade mal meine Munition sortieren. Ja. Ich stelle meine Munikiste, ich will damit viel Muni rein. Wenn du Muni brauchst, hier steht. Ja, dann lade ich die mal nach. Ich habe nämlich keinen Bullet Grabber. Holen wir die zwei wieder. Da ist ein... Willst du da echt jetzt rangehen? Willst du nicht das Bounty holen? Was, wo ist Bounty? Das Bounty ist doch hier. Achso, ups. Hä? Ups. Das glaube ich ein Crown King. Ja. Geh hier im Häusel schon mal hoch. Kannst du das hier mal im Blick behalten? Nee, ich sehe gerade gar nichts, warte. Hui! Na, ich habe hier nur Ritzen. Ich habe kein gescheites Fenster. Ich sehe leider wenig. Kein Winkel. Was ist der Plan? Weiß nicht, einer hat einen Treffer. Na, ich sehe sie leider nicht.
Da hinten schleicht doch einer im Matsch. Die sind beide da drin. Ach, wenn ich jetzt das Tor aufmache, ist auch so laut. Hier ist Waffenöl. Ach, jetzt haben die auch noch das Bounty aufgenommen. Na gut. Wo ist Waffenöl? Ah ja. Waren die unten oder wo waren die? Ja. Hab ich was, um den an den Kopf zu schmeißen? Nee, nicht wirklich. Immer noch unten, ne? Jetzt weiß ich es aktuell nicht. Boah, der Immolator geht mir so auf den Wecker. Mhm. Ich bekomme einfach kein Schussfeld. Also die schleichen auf Holz rum. Ja. Ja. So. Nee. Danke. Ja. Ah, da ist er. Treffer. Wo denn? Wo denn? Unten. Aber er ist jetzt weggerannt schon. Ah, das kostet denn alles Heilung. Wir bluten die jetzt aus.
Der eine hat eine Crown King, ne, von denen. Na, der ist sind ja schon mehr gestorben, kann auch vom Gegnerteam gewesen sein. Ich könnte mit einer Haftbombe könnte ich natürlich die Tür hier aufsprengen. Die sind, glaube ich, gerade beide hinten im Hof. Okay. Na, ich komme mal mit raus. Die Tür, die kannst du mal wegsprengen, ja. Ja. Na, ich gucke jetzt gerade mal hier durch. Was wir können. Die sind noch hinten dran, ich höre die. Hank. Oh, ich wurde getroffen. Tür auf. Das ist eine Sparks. Nee. Nee? Was denn dann? Weiß ich nicht. Ah, ich hab die Katze. Ich versuch mal hier oben reinzukommen. Mhm. Die wollen aber nicht abhauen. Hab einen. Sehr gut. Der zweite ist bei mir hier drin. Ja. Ich glaube unten. Ja, ja. Muss kurz nachladen. Ich schleiche mich hin. Das ist für dich was übrig ist. Fickt euch. Fuck. Pass auf, der kommt. Ich muss mich verpissen. Haben. Schön, 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 schön. Boah. Wieso legen die da eine Falle hin? Alles frei. Was ein Kampf, ey. Wo lag da jetzt die Falle? Ah, ich verstehe, okay. Hui, ja. Ah, jetzt habe ich wieder Puls. Hier ist ein Uppercut, wenn da Interesse dran hast. Nee, ich hab ne Uppercut und deine ist ne schöne, ne ist ne normale. Oh, denen ist auch ganz schön die Munition ausgegangen, sehe ich gerade. Halleluja. Was hat er der schönes? Martini hat er gehabt. Ja. Catfish raus. Schöne Runde, ja. Mhm. Hier liegt auch noch eine Waffe. Wo kommt denn die her? Ach, da liegt eine Hand da. Ich sehe die Füße durch die Tür. Eine Flasche. Ah, die kann man noch looten. Ja. Ja, den ja auch. Ja, siehst du, gibt wieder Kohle. Ja, Gott sei Dank. Bah, Alter. Theoretisch müssten hier noch mehr liegen. Noch ein paar mehr liegen, ne? Hunde hier wegmachen. Aber weiß nicht. Ich habe jetzt echt nicht so viel Lust, Wir gehen jetzt nach Hause. Okay. Wo hast du gesagt, gehen wir raus? Ich hab gesagt Catfish. Oh. Wenn du Hunde siehst. Erschießen, ja. Ist ja ein langer Weg. Hörhunde. Ich hab's auch eben gehört. Irgendwo im Süden, ne?
Da laufe ich nochmal schnell hin. Ja. Sehr, sehr schön. Zwei brauche ich noch. Hier ist ein Trade, der Geier. Oh ja. Dein Ping ist weg, wo hat denn der gelegen? Hier, warte, da. Hier liegen noch kleine Handdollar. Ich glaube, jetzt brauche ich den nicht mehr. Ah, da ist noch ein Mieter, den kill ich auch gleich. Okay. Ja, und da ist er dann auch schon der Ausgang. Guck mich gerade nochmal um, ne, dass hier jetzt einer sitzt. Ja, mache ich auch die ganze Zeit schon. Der hat nichts gedroppt. Warte mal einen Schlenker, ob ich hier Hunde finde. Aber es sieht nicht so aus. Ich will keine. Ah, da sind welche. Juhu! Ich bin am Ausgang, warte auf dich. Ja. What? Na, jetzt renn doch nicht weg. Ich will euch doch nichts Böses, ich will euch doch bloß erlösen. Was ist das? Und wo bist du? Mit deiner scheiß Maske. Dann halt in den Arsch. Nein, nein, Pimmelfische sehen mich nicht. Nein, nein. Nein. Nein heißt nein. Ja, ja. Was ach, wie schön. Hm? Max ist nervig. Ja. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.